Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wie ihr sehen könnt, seht ihr meine Fresse und nicht irgendein Spiel. Das bedeutet ja in der Regel, dass es was ganz, ganz Tolles gibt oder was ganz Wichtiges. Heute ist es was Tolles. Und zwar habe ich in einem der letzten Videos ja schon erzählt, dass der liebe Thomas, Grüße an dieser Stelle, mir einige Thai-Snacks fresh aus Thailand geschickt hat, damit ich die mal in meinem nächsten Video verkosten kann. Ich habe das gebührende Maß an Angst, also guter Level. Und muss allerdings dazu sagen, dass ich wirklich eine, also es gab eine riesen Kiste, also Kiste. Da ich jetzt kein Video machen kann, was 3 Tage am Stück dauert, weil erstens guckt es keiner, zweitens würde ich es nicht überleben und drittens, wenn ich so viel Asiakram fresse, kann ich mich die nächsten 3 Tage wahrscheinlich krank melden, mindestens. Daher habe ich mir einfach gedacht, ich nehme jetzt mal eine Auswahl. Ich habe jetzt auch einfach mal mehrere Sachen aus der Kiste rausgeschaufelt, in die Tasche, mit hierher genommen, in mein Studio und werde das jetzt essen. Wir haben hier grob über den Daumen ja so 10, 12 Objekte, die da auf mich lauern. Und ihr erinnert euch vielleicht noch ans letzte Mal. Das werde ich nicht nochmal essen. Aber es hat noch einen bösen Bruder. Den werde ich probieren. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich gucke mir schon die ganze Zeit. Doch, ha. Vorhin habe ich die Packung die ganze Zeit angeguckt, während ich hier saß und vorbereitet habe und dachte so, was ist jetzt der Unterschied? Das, was ich letztes Mal gegessen habe, war Sweet and Spicy. Dieses Mal haben wir Hot and Spicy. Also top notch. Dann teaser ich mal kurz, was es noch so gibt. Tommy. Fruity Jelly Beans, alles wunderbar. Klingt gar nicht mal so scheiße. Flossy Pork, also Schweinewolle. Wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich habe das hier, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist auf jeden Fall für Public Relations zuständig und, es brennt. Ich hoffe nur auf der Packung. Ansonsten haben wir noch allerhand Kram und vielleicht zeige ich euch das gerade nochmal, damit ihr euch schon mal die Hände reiben könnt und machen könnt. Sieht gut aus, ne? Guckt mal genauer hin, was ist das für ein Dude? Was steht da oben? Crispy Silkworm. Was ist hier abgebildet? Es ist Seidenspinner, Larve oder so. Nicht frittiert. Non-fried. Sondern gerade so aus dem in den Käse. Ich bin gespannt. Ich habe Angst. Beides. Nein, eigentlich habe ich nur Angst. Und ich würde sagen, damit ich nicht noch mehr eure Zeit vergeude, fange ich mal an. Und ich würde sagen, damit ich vielleicht nicht gleich mit der Tür ins Haus falle, beginnen wir hiermit. Es ist gar nicht so einfach, kurz zur Erklärung, aber was ich vor mir sehe, ist gespiegelt. Das heißt, das hier ist meine rechte Hand und ich sehe es da quasi auf der anderen Seite. Ich sehe es links. Und wenn ich jetzt nach links zeige, ist es bei euch aber wieder egal. Jedenfalls Sunsnack. Ja, damit fangen wir an. Im Idealfall sind das einfach nur Sonnenblumenkerne. Wahrscheinlich kriege ich es jetzt auf Anhieb nicht auf. Oh, ich habe es aufbekommen. Ich habe mich direkt vollgekleckert, das fängt schon mal gut an. Ich gucke mal, ob ich das zeigen kann. Hallo. Es sind, hoppla, es sind Kerne. Da ist die Hand. Kerne. So. Sie riechen nach. So ein bisschen nach. Wie heißt das denn? Knickknacks oder sowas. Die riechen echt gut, muss ich sagen. Ich probiere jetzt einfach mal die paar, die ich habe. Also,
Ihr müsst euch das vorstellen, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Sonnenblumenkerne gegessen hat. Es riecht ähnlich, es schmeckt ähnlich, es ist aber wohl nochmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man es bei der Menge vielleicht besser sieht. Es ist wohl nochmal irgendwie ein bisschen gewürzt oder sowas. Ich kann euch jetzt nicht sagen, mit was. Nee, hier steht nur Seasoning, also Gewürz. Aber es ist wirklich lecker. Also da muss ich sagen, super lecker. Wenn ihr mal in Thailand seid und wollt mir unbedingt was schicken, ich möchte bitte Sun Snack. Ich habe übrigens auch ganz vergessen, wieder zwei Kollegen dabei. Spucktuch. Und Limo einer geheimnisvollen Marke, die ich jetzt mal nicht zeigen werde. Womit geht's weiter? Was habe ich hier? Naja, das ist so ähnlich wie das, was wir gerade hatten. Nehmen wir das. Marke und Name des Produktes kann ich euch nicht nennen. Es sieht aus wie Whisky, Uschi, also Uschi. Es ist auch auf der Rückseite nichts, was man lesen könnte, außer 1, 32, 5, 1, 25, 9, 270. Und 31,3%. Arscha. Irgendwas. Es sieht aus, ich zeige es euch nochmal. Falsche Richtung. Spannend. Ich kann mir auch nichts so da vorstellen. Es ist auch sonst nichts abgebildet, woraus man schlau werden könnte. Ich würde jetzt vom Packungsdesign sagen, es ist was Salziges, aber keine Ahnung. Ich versuche mal nicht so zu knistern hier in die Aufnahme. So, es ist offen. Also sehr gut riecht es nicht. Ich sollte aber auch dazu sagen, ich glaube, so ziemlich alles, was ich hier habe, ist abgelaufen. Also das ist jetzt zum Beispiel. Wenn ich es richtig sehe, 15.09.2017 oder 15.03.2018. Ich kann es nicht deuten. Hier sind zwei Zahlen. So oder so ist es abgelaufen. Entweder kurz oder lang. Jetzt holen wir mal einen Uschi raus. Keine Überraschung. Es sieht ähnlich aus wie auf der Packung, bloß ein bisschen runder. Das Problem ist, ich habe vorhin mir beim Döner was geholt und alles, woran ich rieche, das ich in der Hand halte, riecht nach Döner, weil meine Hände voll nach. Egal. Jetzt lasse ich es auch noch fallen. Macht den Geschmack bestimmt nicht besser. Probieren wir es. Also es ist nicht lecker. Es hat eine Konsistenz wie so ein sehr, sehr weicher Keks. Es schmeckt tatsächlich süß. Und so ein bisschen nach. Ja, so Leibniz-Keks mit so Honig-Zucker-Glasur. Ich kann es echt nicht sagen. Aber besonders gut finde ich es nicht. Einfach weil es süß schmeckt, aber nach nichts irgendwie. Also nach süß folgt der bekanntlich salzig. Was haben wir jetzt? Ja, nehmen wir doch das. Ihr seht einen Truthahn. Ihr seht eine komische Form, die irgendwo reingedippt wird. Auf der Rückseite ist wieder nichts, was man lesen könnte. Aber es scheint ein Snack zu sein, ein Knabbersnack, der Hühnchen oder sowas Geschmack hat, mit einem Dip. Deswegen würde ich sagen, ich spanne euch gar nicht auf die Folter, sondern öffne mal. Ich wurde nicht betrogen, es ist, war vielleicht mal geformt wie ein Hühnchen, bevor es verunstaltet wurde. Es riecht extrem nach so Thai-Nudeln aus der Suppe mit Huhngeschmack. Also wirklich extrem, es riecht genau wie dieses Pulver. Und jetzt müsste ja, wenn ich nicht betrogen wurde, hier auch irgendwo ein Dip drin sein, oder was? Ja.
Wäre mein Geschäftsmodell, den extra zu kaufen, aber ich habe hier nirgends Activision draufstehen, sehe. Bei so einem kompletten Blindtest ist es auch immer super dankbar für mich, dass ich keine Allergien habe, außer irgendein Duschgel, was meine Haut total hat rot werden lassen, aber das ist da hoffentlich nicht drin. Es ist eine süß-sauer-Soße, die ich euch jetzt versuche zu zeigen, ohne sie bei meinen Laptop zu kippen. Da, süß-sauer. Und Huhn. Huhn in die Soße. Also, wenn ihr das Ding ohne Soße esst, die Konsistenz ist wie, wie heißen diese Dinger? Pommels, falls ihr die kennt. Das sind diese großen Gitterbälle, die man snacken kann. Sehr weich und es schmeckt erstmal nach wenig, außer nach weich. Und dann ist es, kommt so ein bisschen dieser Hühnchennudelgeruch, Geschmack. Das hier ist tatsächlich verhältnismäßig relativ scharf, diese komische Soße. Schmeckt aber leider recht künstlich. Ich stelle die mal da drüben auf den Tisch. Ich habe nämlich keinen Bock, dann nachher drin zu schlafen. Also es ist nicht schlecht, aber auch nicht toll. Vielleicht eher diese Dinger, wenn sie ein bisschen stärker schmecken würden nach diesem Asien-Nudel-Geschmack, dann wäre das echt klasse, dann würde ich die so wegfressen. Die Soße ist nicht so ganz meins. Ich sollte allerdings auch vielleicht dazu sagen, ich esse nicht oft und auch nicht viel scharf. Also, vielleicht bin ich auch eine Pussy. Was haben wir als nächstes? Nehmen wir doch mal zur Abwechslung. Nee, nehmen wir das. Sieht brutal noch nach Kondom aus. Ich finde es immer noch total lustig. Ich muss da jedes Mal an Durex denken. Es ist Playmore Tape mit. Chewy und Strawberry. Ja. Also es ist so ein Kaubonbon-Ding wohl. Mit Erdbeergeschmack. Es ist 30 cm lang. Jetzt hätte ich ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir ein Lineal bereitgelegt, um direkt mal die Firma 7-Eleven zu überführen. Ich hol's raus. Here it is. In Backpapier eingewickelt. Jetzt versuchen wir das mal hier abzulösen. So. In Deutschland gibt es die auch. Da hängen wir die uns ins Haus, um Fliegen zu fangen. Ich rolle jetzt einfach mal ein Stück ab. Versuche das irgendwie von dem Papier zu lösen. Das geht aber sehr gut, muss ich sagen. Klebt ein bisschen an den Fingern, aber mein Gott. Boah. Okay, also ich habe es zwar abgelöst, aber ich werde meine Finger nie wieder auseinanderkriegen. Ich zeig's euch mal. Hier. Toller Erdbeerspaß. Also ohne Scheiß, guckt es euch an. Und man zieht es ab, es ist klebrig und so. Es ist voll lecker, ohne Scheiß. Es schmeckt richtig, richtig gut. Es schmeckt vor allem nicht, also schon künstlich, klar, aber nicht so nach so Plastik-Erdbeere, wie man das heutzutage hier oft in Geschmacksrichtungen findet. Wirklich lecker, aber klebrig wie Sau. Jetzt muss ich mich mal kurz hier ein bisschen sortieren, weil ich verliere so ein bisschen Überblick, was ich schon gefressen habe und was nicht. Und würde sagen, wir machen jetzt weiter mit dem, das ich vorhin schon in der Hand hatte, als zweites. Traut diesem Herrn nicht. Wer so aussieht, will euch nichts Gutes. Es ist wieder nichts drauf, was ich lesen könnte, außer 50% und 27%. Aber was auch immer da drin ist, ist die Hälfte davon. Ich kann auch die Marke nicht lesen. Das Einzige, was ich hier vorne lesen kann, ist Original. Doch, doch.
Da unten versteckt sich was. Peanuts Coconut Cream Flour Flavor Coated. Das sind also Erdnüsse in einem Teigmantel. Wenn ich aufmerksam gewesen wäre, hier ist auch ein Bild zu sehen. Schauen wir doch mal. Also es riecht nach Erdnüssen mit so einem süßlichen Geruch noch mit dabei. Ich hole mal eine raus. Zeige sie euch mal. So, lustige Nuss. Ich würde sagen, ich probiere es einfach. Also schmeckt so ein bisschen nach Erdnuss und nichts. Also es schmeckt nach Erdnuss, aber es dauert einen Moment, bis es nach Erdnuss schmeckt, weil du erstmal diesen Teigmantel kaust. Und dieser Teigmantel schmeckt aber so ein bisschen nach gar nichts. Also auch nach Erdnuss irgendwie. Da wäre jetzt nichts dabei, weil hier noch von wegen Flavored steht oder sowas und du schmeckst nichts raus. Wie gesagt, kann auch sein, weil es abgelaufen ist, dass alle Flavors... Aber ich weiß es nicht. Jetzt würde ich sagen, ich sortiere mich mal kurz hier. Was habe ich hier noch? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 Sachen warten noch auf euch. Davon sind 3 süß, beziehungsweise halt irgendeine Süßspeise. Das heißt, ich mache noch mit was Salzigem weiter. Und bringe jetzt mal den ersten Angstgegner rein. Den habe ich euch eben noch nicht gezeigt. Weil in seiner ganzen Pracht ist ein... gerolltes, gegrilltes Seegras, also Alge. Rolling Crispy und bla. Das Geräusch sagt mir, und auch wie es sich anfühlt, sagt mir, es ist nicht mehr so ganz in seiner Form. Ich schaue einfach mal, dass ich da ein ungefährliches Portionchen rauskriege. Ich zeige es euch aber erstmal. Also wirklich. Etwas, das so aussieht. Möchte ich doch nicht essen. Ich vermeide jetzt mal das Riechen. Sonst esse ich es nämlich nicht mehr. Jetzt hätte ich nur gerne ein Stück, was ich mir auch zutraue. Oh, es ist zerbröselt. Ich fange jetzt mal mit so einem kleinen Pups an, um mich an den Geschmack zu gewöhnen. Vielleicht kotze ich nämlich auch gleich. So schmeckt ein Fisch unter den Achseln, glaube ich. Also es schmeckt wirklich nur nach Fisch. Ich muss jetzt auch mal kurz nachspülen. Es ist zwar nicht so schlimm, dass ich es irgendwie jetzt wieder ausspucken muss, aber... Nee, also ich meine, ich glaube, wenn du Fisch magst, wenn du richtig Bock auf Fisch hast, Fisch, dann... findest du es geil, dann isst du das und denkst so, oh, the taste, weißt du, aber ich mag keinen Fisch, es sei denn, wurde 15 Mal durchgenudelt und in irgendeinen Backteig gesteckt und dann kommt noch der Captain Iglo und sagt, ja, und dann esse ich den, ja, oder Thunfisch aus der Dose, aber da hört meine Fischness schon auf, also alles, was darüber hinausgeht, das hier geht darüber hinaus, es ist kein Fisch, es ist Seegras, 95% Seegras, 3% Zucker und 2% Seasoning. Es ist kein Fisch, es schmeckt wie Fisch. Und mir nicht. Beiseite. Gut, jetzt wird langsam so das Mischungsverhältnis von toll und wahrscheinlich nicht so toll ein bisschen gruselig. Deswegen würde ich jetzt mal einen von den ganz bösen Jungs noch dazu nehmen. Und was tut man nicht alles für seine Fans? Das Interessante ist halt auch wirklich, hier steht 16.05.2017, 16.05.2018. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil alles andere irgendwie keinen Sinn machen würde, dass 2018 dann das Haltbarkeitsdatum ist. Dann geht's ja noch, dann kommt mir da jetzt nichts entgegen. Also hoffe ich sowieso. Zumindest höre ich nichts.
Wenn ihr zu Hause einen Keller habt, so einen richtig alten, staubigen Keller, so einen ranzigen, geht mal runter in irgendeine Ecke, wo dieser Muffgeruch so richtig stark ist und dann furzt. Ja? Furzt in diese staubige Muffkellerecke. Dreht euch um und macht. Dann habt ihr original den Geruch, der aus dieser Tüte entgegenweht. Ich muss mal die Öffnung ein bisschen weitermachen, sonst komme ich nicht rein. Ich versuche jetzt gerade so ein wunderschönes Exemplar zu errichten. Irgend so eins, was einen wirklich noch aus traurigen Augen anstarrt, um das einfach mal zu zeigen, was sich hier drin befindet. Gut, hier kann man zumindest die Haut ganz gut erkennen, wenn auch die Augen nicht mehr. Falsche Richtung. Ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich Pussy sein soll, das wieder zurücklege in die Tüte und dann so ein kleines so Muffel mir rausnehme. Aber ich glaube, ich markiere jetzt mal einen auf harten hier. Tut mir leid. Mich hat es gerade echt kurz gehoben. So hart bin ich. Moment, ich brauche Rettung. Sun Snack. Ich schmeckt jetzt auch scheiße. Macht's nicht, bitte. Es gibt einen Grund, warum man Larven und Käse nicht kombinieren und dann noch essen sollte. Und dieser Grund wäre mir gerade fast aus dem Gesicht gefallen. Mal ganz kurz hier. Hab noch ein bisschen Erdbeere zu mir genommen. Aber jetzt habe ich schon mal einen der brutalen Angstgegner weg. Jetzt geht's weiter mit PR. Und dieser brennenden Chili. Ich kann hinten wieder nichts lesen, aber es gibt gute Aufzählungen. Mit Prozenten und so. Es zeugt ja immer davon, dass auch was drin ist in der Packung. Wir haben hier sowas. Es riecht wieder, ja, muffig mit Chili. Also es legt sich jetzt so eine Schärfe gerade vorne auf die Zungenspitze und verteilt sich langsam so im ganzen Mund. Ich glaube, wenn man jetzt sagt, ich esse gern scharf oder sowas, dann ist es harmlos. Ich esse nicht oft scharf, also ich merke schon, es britzelt so ein bisschen jetzt auf der Zunge. Der Geschmack ist ja wie so ein Chili-Chip oder sowas. Also eigentlich ganz lecker. Aber man muss halt scharf mögen dafür. Meins ist es jetzt nicht so, aber ich denke, das ist wirklich ein Snack, wo man sagt, hey, ja, lecker, bisschen Knabberei und so weiter. Jetzt habe ich noch 2, 4, 6 Sachen. Da ich jetzt die ganze Zeit nichts Süßes mehr hatte, machen wir hiermit weiter. Akiko Sourberry. Scheint mir eine Art Lutschbonbon. Ne, im Moment, das ist weich, also eher so ein Frucht-Kaubonbon-Ding zu sein. Es riecht wirklich extrem nach so künstlichem grünen Apfel-Extrakt-Aroma-Geschiss. Auspack-Action. Ich zeige euch mal, was mir da entgegenlacht.
Wenn ich es ja mal aufkriegen würde heute, könnte ich euch auch eins rausholen. Ja, jetzt. So, da habt ihr es. Es fängt meine Kamera jetzt nicht so gut auf, aber es ist sehr grün. Überzogen mit Zucker oder so Sauerkram. Ich nehme mal an, eher Sauerkram. Und ich probiere es einfach mal. Also grüner Apfel, was soll schon passieren? Also schmeckt künstlich nach grüner Apfel. Überraschung. Sauer ist es gar nicht. Ist halt ein Kaubonbon. Also, wenn ihr hier in Deutschland Apfelringe kauft, schmecken die ähnlich. Nur ein bisschen sauer. Das wäre dann das. Dann würde ich sagen, wenden wir uns dem Schwein zu. Da bin ich jetzt wirklich mal drauf gespannt, weil es ist ja wohl wirklich Schweinefleisch, was mit irgendeiner Herstellungsmethode so fadenmäßig gemacht wurde. Oh, das sieht richtig eklig aus. Moment. Oh, das fühlt sich auch super eklig. Ah, oh Gott. Ich will das dann nicht rausholen. Vor allem nicht so viel. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Es ist wie, wenn ihr so eine Schnur aufgedröselt habt. Ich öffne mal kurz die Flasche, nur so als Präventivmaßnahme. Was riecht nach? Ich weiß es nicht so genau. Irgendwelchen Gewürzen. Ich hoffe, die haben jetzt nicht irgendeinem Schwein den Arsch rasiert und das da in die Tüte reingepackt. Ich kann es ja nicht lesen. Also, boah. Das wird im Mund dann direkt so, wie wenn ihr Wasser in Kakaopulver reinmacht, dass es dann so zusammengebacken wird und dann beißt ihr noch drauf rum und dann merkt ihr innen drin noch diese Pulverkonsistenzen aus, drum ist es so, also, boah, fucking eklig. Der Geschmack war komisch, also es war jetzt nichts, was ich irgendwie als Schwein hätte definieren können oder sowas. Wenn ihr vielleicht aus dem Supermarkt diese Bacon-Snacks kennt oder sowas. Ansatzweise, aber kaum vergleichbar. Also ganz, ganz seltsame Erfahrung und ich brauche es auch nicht nochmal. Dann habe ich jetzt noch zwei Süße zur Auswahl. Die hier. Ich würde sagen, der Panda, den heben wir uns mal auf. Und fangen mit Tommy an. Übrigens für alle unter euch, die sich jetzt irgendwie Sorgen machen, von wegen, ja, Resteverwertung und so weiter, ist alles kein Problem. Ich werde die Sachen, die mir geschmeckt haben, sowieso noch essen und habe genug Leute, an die ich das dann weiterverteilen kann. Also ich haue jetzt nicht irgendwie Riesenmengen von Essen weg. Da braucht ihr euch wirklich keine Bedenken machen. Wir haben hier diese lustigen Bohnen. Ich habe mir meine grüne gegriffen. Und eine rote. Ich schaue jetzt gerade mal auf die Packung, ob da steht, was ist. Grape, Lemon, Orange, Strawberry und Pineapple. Gut. Also sind alles relativ Standardsorten. Traube, dann Lemon, also Zitrone oder Limone, Orange, Erdbeere und Ananas. Ich würde jetzt anhand der Farbe behaupten, ich habe hier Lemon und Strawberry vielleicht. Ich fange jetzt einfach mal mit diesem komischen pinken Ding an. Bisschen weich. Schmecken beschissen künstlich. Und kleben an den Zähnen. Boah. Das zieht sich wie so ein Spinnennetz so voll auseinander, an allen Zähnen hängt.
Und schmeckt nur künstlich. Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, welcher Geschmack es ist. Jetzt kleben mir alle Zähne davon. Aber ich mache direkt noch mit Lemon weiter. Wenn es Lemon ist. Das ist Lemon, ja. So. Also haut euch die Dinger nicht in ein Gespräch rein. Ihr seid dann erstmal 5 Minuten beschäftigt. Alle Pfanne. Ich versuche gerade mit der Zunge von meinen Zähnen zu lösen. Keine Chance. Also ich habe es jetzt da hängen. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Es hängt ganz hinten komplett an den Zähnen. Super. Gut. Tommy weg. Jetzt haben wir noch 3 Stück. Panda. Irgendwas mit Teufel und Chili. Da werde ich wahrscheinlich verrecken. Und den schlimmsten hier. Ich würde sagen, wollen wir es wieder so machen? Das Beste kommt zum Schluss. Dann seht ihr mich wieder kotzen und dann ist das Video vorbei. Das heißt, wir machen dann hiermit weiter. Dann kommt der Panda, um den Brand nochmal zu löschen, bevor der Tintenfisch dann mich zum Erbrechen bringt. Es riecht wie Pepperoni-Chips. Ganz normale Pepperoni-Chips. Ich weiß nicht, ob ich es eben gut genug gezeigt habe. Vorne ist auch ein Pepperoni-Chip aufgespießt von diesem kleinen Teufelchen. Und ich hole jetzt mal einen raus. Vielleicht einen, der ein bisschen mehr Aussagekraft hat. Das geht ja mal geil. Ja, der ist ja riesig. Seinen großen wollte ich jetzt auch wieder nicht, weil mir wahrscheinlich gleich der Mund abfackelt. Aber hier habt ihr einen Chip. Pepperoni, wahrscheinlich. Also es riecht sehr, sehr würzig. Ich werde wahrscheinlich gleich unterm Gartenschlauch liegen. Es hat auf jeden Fall ein bisschen von dem Bonbon von meinen Zähnen gelöst. Also auch da spürt man die Schärfe im Mund. Mit so einem ganz, ganz leichten Brennen im gesamten Mundraum, weil es jetzt auch ein riesen Chip war. Aber auch nichts, wo ich sagen würde, sogar eigentlich ganz lecker. Also da kann ich mir vorstellen, dass ich die kleine Tüte dann später noch weghaue, auch wenn ich eigentlich ja kein Schaf esse. Mäh. Und wir machen weiter. Mit Ping Ping Panda Wafer Stick. Chocolate Flavored Cream Filled Wafer Stick. Wafer sind Waffeln. Für die, die es nicht wissen. Ich krieg's aber nicht auf, das Video endet hier. Tschüss. Doch jetzt. Es riecht nach Schokolade, aber ich weiß nicht, ob ich schon mal was zu gesagt habe, aber so Schokolade in anderen Ländern, habe ich das Gefühl, die schmeckt oft ganz anders als hier. So, ich weiß nicht. Bei uns ist es wirklich so süß und total. Guckt mal, wie braun die sind und guckt euch mal diese Werthers-Dinger da an, ja? Na gut, sieht aber zumindest harmlos aus. Wir haben eine Waffelrolle hier, eine tolle. Schmeckt halt nach so ein bisschen Waffelkeks. Nicht schlecht, muss ich sagen. Schmeckt jetzt auch nicht sehr schokoladig, deswegen ist es auch nicht so schlimm, dass die Schokolade anders schmeckt als bei uns, zumindest so wie ich es jetzt gewohnt bin. Schmeckt okay. Apropos, schmeckt okay. Ich beende das Video an dieser Stelle. Ich brauche
breite mir das jetzt mal hier aus auf dem Schoß. Meine Hände kleben total. So. Die lasse ich mir mal offen hier stehen. Ich hoffe, ich werfe sie nicht um. Ich sitze auf meinem Bett. Ich will auch vermeiden, den Geruch wahrzunehmen, weil sonst bin ich sofort raus aus dem Spiel. Wenn ihr eine Packung aufmacht und euch kommt sowas entgegen. Habt ihr schon keinen Bock mehr. Bisschen mickrig. Ich meine gut, ich werde es eh wieder ausspucken. Vielleicht hätte ich den nehmen sollen. Das schon eher. Ich meine, ihr wisst, was letztes Mal passiert ist. Ich werde es euch nicht nochmal reinschneiden. Dann müsst ihr nämlich das andere Video auch noch gucken. Gut, also Tuch liegt bereit. Flasche ist bereit. Tintenfisch. Es geht nicht, es geht einfach nicht. Das explodiert einem so im Mund mit irgendwelchen fischigen Geschmack. Boah. Also, ungelogen, wirklich ungelogen. Ich habe kurz gedacht, ich pack's. Ich kann es im Mund behalten, es geht. Boah. Ah, oh, es ist widerlich. Das ist so richtig, du nimmst es in den Mund in dem Moment, wo es deine Zunge berührt. Mit so, Moment, ich muss die Flasche zudrehen, dann kann ich es besser zeigen. Hier ist deine Zunge, ja? Und es berührt die Zunge, so ganz leicht so. Und dann sofort so eine mega Geschmacksexplosion im ganzen Mund. Ich meine, das ist ja toll, das ist super für ein Produkt, wenn du es nur berührst und schon schmeckt der ganze Mund danach. Aber nicht, wenn es so schmeckt. Oh, es ist fucking eklig. Aber ich muss sagen, wir haben einen neuen Gewinner, was Ekelnis angeht. Und das sind die kleinen Schweine hier. Weil ich da wirklich gedacht habe, ich speie euch jetzt ins Video rein. Also, Hut ab vor Madenviechern in Käse, die sind der neue Shit. Und ich werde jetzt, um dem Ganzen hier einen persönlichen Ausklang zu geben, mir noch ein paar Sun-Snack-Dinger gönnen. Bedanke mich an der Stelle schon mal bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, hoffe ihr hattet Spaß. Mal sehen, ob ich in einem anderen Video noch ein paar mehr von den Snacks teste, das ist ja noch eine ganze Kiste voll da. Aber an der Stelle erstmal schönen Tag, auf Wiedersehen, tschüss.